Mit Ambar nach Saragossa, das Ganze jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Ich hoffe, es geht euch immer noch gut und ihr habt Lust auf das letzte Bier heute auf diesem Kanal aus den Beer Tasting Club Adventkalendern. Es kommt aus Spanien und genauer gesagt aus Saragossa und aus der Brauerei, also na, Saragossana heißt die Brauerei offensichtlich, aber die Linie ist Ambar und man macht kein Geheimnis aus dem Bierstil. Es ist ein IPA mit 45 Bittereinheiten und 5,7 Volumenprozent Alkohol. Den Rest, muss ich ganz fairerweise sagen, verstehe ich nicht. Es macht allerdings auch nicht den Eindruck, als würde da was über die verwendeten Hopfensorten oder sonst irgendwas stehen. Also ein IPA aus Spanien. Oben noch eine schöne Bottle Cap, zumindest recht schlicht gehalten. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach an. Habe noch nie was von dieser Brauerei gehört, geschweige denn getrunken. Und bin bestens vorbereitet, das jetzt zu ändern. Und ja, oh, da kann ich richtig kräftig einschenken. Schöne, getrübte, ja, orange-goldene Farbe, schöner weißer Schaum, der oh, eher wenig am Glas hängt, aber schön kompakt oben drauf sitzt. Schöne, leichte Trübung in diesem Bier. Und jetzt halten wir mal die Nase rein. Hui. Oh, das ist süßlich-fruchtig. Boah, das ist so ein Pfirsich-Aprikosen-Aroma drin. Wobei ich jetzt schon fast sagen muss, es steht irgendwas von, was war das da, Cerveceros Independentes, möglicherweise, das heißt sicher unabhängige Brauer. Das riecht echt hart an der Grenze zur Künstlichkeit. Das hat so ein bisschen was von Gummibären, also von diesen Gummipfirsichen. Ja, in diesem Sinne, cheers! Huch. Das ist dann, es ist überraschend dünn. Das ist so das Erste, was man denkt. Hui. Es überhält sich die Fruchtigkeit ein bisschen. Hat. Das ist jetzt ganz lustig. Meine erste Assoziation ist Eistee. Es ist natürlich ein Bier. Es hat auch eine bittere, die diesen 45 Bittereinheiten entspricht. Aber es hat so ein bisschen, und wenn ihr das trinkt, denkt mal an das Thema Eistee. Ich glaube, da liege ich gar nicht so falsch. Pfirsich-Eistee, da kommen wir dann, schließt sich ein bisschen der Kreis auch wieder. Malzig-süßlich, ein bisschen Karamell mit drin. Wie gesagt, schöne Bittere mit 45 Bittereinheiten. Jetzt auch für ein IPA nicht das oberste des Limits, was da gehen würde. Und ja, schöne, fruchtige, hopfige Noten. Für mich jetzt persönlich schwierig, das IPA hier so stilistisch komplett wiederzufinden. Dafür ist es mir ehrlich gesagt einfach zu süß. Es ist sehr, sehr malzlastig, sehr auf der süßen Seite. Und es hat einen relativ schlanken Körper. Wie ich habe auch gesagt, es ist relativ dünn und verwässert dann auch hinten nach ein bisschen. Und insgesamt auch recht wenig Kohlensäure, was mich eigentlich überrascht. Dadurch bleibt so ein bisschen auch die Erfrischung für mich persönlich auf der Strecke. Und es hat dann auch keinen so extrem langen Nachtrunk. Es ist ja leicht bitter, es wird ein bisschen trockener vielleicht hinten raus. Aber in Summe jetzt kein Bier, was mich persönlich vom Sockel reißt. Und für ein IPA tatsächlich ist es mir dann zu süß, die Fruchtigkeit ein bisschen zu künstlich. Ich glaube, damit hätten wir es beschrieben. Bleibt mir nur noch für das Ambar IPA eine Wertung abzugeben. Und von ProbierTV gibt dieses Bier aus Saragossa 2,5 Punkte für das Ambar IPA aus Spanien. Wenn ihr der Meinung seid, bestes IPA von Welt, 6 Punkte sind mal das Mindeste, was dieses Bier verdient, dann schreibt mir bei YouTube, Facebook oder auch im Blog und teilt auch eure Meinung in der Beer Tasting Club App mit.
Da wird ja das beste Bier aus den jeweiligen Kalendern und das beste Bier aus allen Kalendern gewählt. Und eure Stimme zählt da. Die Brauereien freuen sich sehr über eure Meinung. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Für heute war es das. Wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Bier hier bei Probiert TV. Bis dann. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.